Professor Heiko Greichen untersucht Renate Schneider. Vor einer Woche wurde ein Teil ihres künstlichen Kniegelenks an der Klinik Lindenlohe ausgetauscht. Voran waren für Renate Schneider 1,5 schmerzhafte Jahre gegangen. Beim Umzug bin ich die Treppe raufgestolpert und da habe ich einen Meniskusanriss gehabt. Der ist dann operiert worden und von da an war es ganz schlecht. Überhaupt nicht mehr gehen können, Schmerzen gehabt. Und 5 Wochen drauf ist dann das neue Knie eingebaut worden. Doch die Operation an einer anderen Klinik brachte keine Verbesserung. Ich habe immer Schmerzen gehabt, ich habe die Treppe nicht mehr steigen können, ich habe die Biegung nicht mehr hergebracht, die Kniebiegung. Eine erneute Operation war also unumgänglich. Um das Risiko solcher Komplikationen gering zu halten, gibt es in Deutschland seit Ende 2012 die Pilotphase für ein sogenanntes Endoprothesenregister. Länder wie Skandinavien sind Vorreiter für eine solche Einrichtung. Das Ziel ist letztendlich die Komplikationsrate von Seiten der Implantate, aber letztendlich auch die Komplikationsrate von Seiten der Krankenhäuser zu reduzieren, um damit die Versorgungsqualität noch mal zu verbessern. Die Asklepios Orthopädische Klinik Lindenlohe führt schon seit 2009 ein eigenes Register. Seit knapp einem halben Jahr ist Lindenlohe auch im Probebetrieb für das deutsche Endoprothesenregister. Wir sind als einzige Klinik in Ostbayern dabei und auch in ganz Bayern gibt es nur 4 Kliniken. Von daher, das ist schon eine gewisse Auszeichnung, die man hat. Für den Patienten bedeutet das, dass er letztendlich am Anfang des Eintritts zu uns darüber informiert wird, ob er mitmachen will oder nicht. Und anschließend ist es für ihn eigentlich keine besondere Belastung. Er wird einmal nach einem Jahr nochmal kontrolliert und seine Daten werden in einer speziellen Stelle gesammelt und dann wird irgendwann letztendlich die regelhafte Datenanalyse betrieben. Darüber hinaus ist Lindenlohe vom Asklepios-Konzern als einzige orthopädische Klinik zum Qualitätsführer ausgezeichnet worden. Unter qualitätskliniken.de ist die Klinik unter 500 anderen vertreten. Hier wurden Qualitätsparameter wie Patientenzufriedenheit, Abläufe oder Ergebnisqualität abgefragt. Renate Schneider trainiert ihr Knie in Lindenlohe schon bei der Physiotherapie. Im Anschluss geht es zur Reha nach Bad Abbach. Dank ihrer neuen Prothese und der guten Betreuung hat ihr langer Leidensweg hoffentlich bald ein Ende.